Es war ihre Rettung und zugleich das Ende ihres bisherigen Lebens. Rund 10.000 vorwiegend jüdische Kinder wurden ab 1938 innerhalb von 9 Monaten aus Deutschland ins Ausland gebracht. Ohne ihre Eltern. Auch Peggy Parnas konnte so vor dem Holocaust gerettet werden. Ihrer Mutter gelang es, Peggy und ihren kleinen Bruder in einen der Transporte zu bekommen. Das war keine Kindheit. Das davor war im Grunde ja auch keine Kindheit. Wir wohnten parterre und das ist unser Fenster. 1938 wohnt die jüdische Familie Parnas mit ihren beiden Kindern in Hamburg-Eimsbüttel. Peggy hängt sehr an ihren Eltern. Meine Mutter so süß, sie roch so gut, duftete wie ein Blumenbeet. Die Situation der jüdischen Deutschen wird von Tag zu Tag bedrohlicher. Der antisemitische Hass trifft auch die Kinder. Ah, hier, Bübche, mein kleiner Bruder mit seinen blonden Locken. Als er so klein war und mit den vielen blonden Locken, haben die Kinder ihn auf die Straße geschmissen und geschrien, die Jugendschweine sind auf ihm rumgesprungen. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 brennen die Synagogen, Geschäfte werden zerstört, Juden ausgeraubt, gedemütigt, verschleppt oder getötet. Die brutale Gewalt schockiert die Welt. In London reagiert die britische Regierung schnell und lockert ihre strengen Einwanderungsvorschriften. Für Kinder bis 16 Jahre ohne ihre Eltern. Nach Großbritannien beteiligt sich auch Frankreich. Diese Bilder zeigen die Ankunft eines Berliner Kindertransports in der Nähe von Paris. Auch die Niederlande, Schweden, Belgien und die Schweiz nehmen jüdische Kinder auf. Allerdings viel weniger als Großbritannien. Peggy aus Hamburg ist bei der Abreise 11 Jahre alt und wie die meisten Zeitzeugen der Kindertransporte inzwischen über 90. Kurt verlässt Köln als 13-Jähriger. Beate aus München ist 14. Bob, damals noch Rudolf, aus Hannover, 13. Die meisten von ihnen nennen sich aufgrund ihrer Lebensgeschichte nach wie vor Kinder. Auch Daisy aus Berlin, die als 14-Jährige ihre Eltern verlässt. There was a possibility of England, Holland or Sweden. You could put it down. But my father said, go to England. There's water in between. That's further away from Germany. That's safer. Der erste Kindertransport verlässt Berlin bereits am 1. Dezember 1938. Weitere Abreisebahnhöfe sind Hamburg, Frankfurt, Danzig, Prag und Wien. Eine zeitgenössische Aufstellung der Kindertransporte aus Wien. Allein auf dieser Liste stehen 2844 Kinder, die ins Ausland gebracht wurden. Abschiedsszenen in Prag. Von dort wurde eine Gruppe Kinder ausnahmsweise per Flugzeug gerettet. An die Abreise erinnern sich die Zeitzeugen bis heute. And there were all these children, some very little ones. I think some must have been 5, 6 years old. And the railway personnel, the young ones, the young railway porters just carrying on. But some of the older ones shaking their heads and saying, this can't be right. Das kann nicht richtig sein. Es ging darum, so viele Kinder wie möglich, so schnell wie möglich zu evakuieren. Am Berliner Bahnhof Friedrichstraße erinnert ein Denkmal an die Abschiede. Da die Nazis die Verabschiedung auf dem Bahnsteig verbieten, müssen sich die Eltern in einem Wartesaal von ihren Kindern trennen. Norbert Wollheim ist an der Organisation der Kindertransporte beteiligt und bei den Abfahrten dabei. The time of departure came closer
Then I was ascending a chair, telling the parents that now the time for goodbye has come, that we ask for their cooperation because the continuity of our work depended on their behavior. So there were tears and there was laughter and there was a last, there were hugging and kissing. But, and it was just the tense situation, no doubt, but the children, most of the children were in a, some kind of a mood of expectation. And the parents tried to control their emotions, to show that they are courageous in order to make it not have, to make it more difficult for the children. Ja, Mutti hat ja so getan, als wäre das nicht ein Abschied für immer, sondern eine Reise. So wie man sich verabschiedet, wenn jemand verreist. Hast du ihr das geglaubt? Nein. And we got onto the train. And quite happily, you know, we went goodbye. But what they were thinking is perhaps something else. But even their expectation was to see us a month, two, three, who knows, we would go together. So it wasn't a sad parting, you know, never see you again. It wasn't that sort of situation, not at that time. Das jüdische Nachrichtenblatt berichtet oft über die Kindertransporte. Das Interesse ist riesig. Auch die wichtigsten Informationen werden als Bekanntmachung dort vermeldet. Es geht um eine der größten Rettungsaktionen für Verfolgte des Hitler-Regimes. I was very lucky. I managed to get a corner seat by window. How that happened, I don't know. It couldn't have been reserved. And I sat there, just minding my own business for most of the journey. And I was terrified. Bea Green ist das Mädchen ganz rechts auf dem Foto. Damals auf dem Münchner Hauptbahnhof hieß sie noch Maria Beate Siegel. We were all three of us standing at the window and I was leaning out. And that's when I saw my mom step behind my father and pull out her handkerchief so I shouldn't see her cry. It wasn't until then that it hit me. It was a terrible mixture of being scared to death and excited and apprehensive. No idea where I was going. Then we boarded the train, and you know, this was, as I said, Bahnhof Friedrichstraße, but everybody, all the parents or anybody who had accompanied children, rushed off to take the S-Bahn zum Bahnhof Zoo, because the train would come through Bahnhof Zoo, you know, from Friedrichstraße to Bahnhof Zoo, to wave once more. Dreadful, hmm? Dreadful. Very often after that, I have asked myself the question, where did I take the courage from to tell these people to say goodbye? And the answer to that is that none of us, nobody of us, could foresee even at this moment that for most of the children and most of the parents, it would be the last goodbye. That a year and a half later or so from over the same railways where the train left to take the children to a new country and to freedom and liberty, the trains would roll towards the east and take the parents to the human slaughterhouses and Auschwitz and other places. Jedes Kind durfte nur einen Koffer, ein Handgepäckstück und 10 Reichsmark mitnehmen. Solche Listen mussten die Eltern ihren Kindern in die Koffer legen. Die Nazis kontrollierten alles. Wertsachen beschlagnahmten sie. I didn't bring any photographs with me. Possibly in order to not underline the fact that this could take a long time. I didn't learn any English, and once I arrived with absolutely no knowledge of English, bit of a problem. There was no preparation, and
Only reason for that, I think, could have been that I was not to be alarmed. Die Züge mit den Kindern, die nach Großbritannien wollten, fuhren Richtung Niederlande. Bei Bad Bentheim überquerten sie die Grenze, raus aus Hitlerdeutschland. I looked out of the window and the swastika flag, the Nazi flag, receded. And I thought, oh my God, now I am a Flüchtlingskind. Look at that. I've left Germany. I think you can ask any Kindertransport child, almost any age, and if they were very small, they would remember very little. I would say nearly all of them remember these fabulous Dutch women. They came onto our train with orange juice and white bread and butter. I can taste it to this day. Die Züge fahren bis zum Hafen Hoek van Holland. Dort geht es an Bord eines Schiffs. Die Überfahrt nach England endet in Harwich. Viele Kinder fahren mit dem Zug weiter nach London. Am Bahnhof Liverpool Street Station wurden tausende Kinder von ihren Pflegefamilien in Empfang genommen. Vor allem die jüngeren Kinder finden schnell eine Familie. Viele der älteren Kinder kommen nach der Ankunft erstmal in Heime. Die Kindertransporte nach Schweden gehen mit dem Zug von Hamburg nach Stockholm. Die Hamburger Kindergärtnerin Eva Warburg hilft bei der Organisation und damit bei der Rettung von ca. 500 Kindern. Auf einem Notizzettel notiert sie ihre Namen. Mit dabei sind Ruth Peggy Panas und ihr Bruder. Die Geschwister werden nach der Ankunft getrennt untergebracht. So sind sie zwar in Sicherheit, aber traumatisiert. Ich war in keiner Weise glücklich, aber die Leute, zu denen ich kam, die waren ja auch nicht glücklich. Ich war nicht ein süßes, liebes, kleines Mädchen. Ich war rebellisch, war sicher unmöglich, schwer erträglich für die Leute. Den Kindern fällt das Leben unter Fremden anfangs schwer. Für die kindliche Psyche ist die Trennung von den Eltern eine Katastrophe. Das Heimweh riesig. Und doch verblasst ihre Muttersprache Deutsch mehr und mehr. I could still understand it, I couldn't speak it anymore. I'd lost it completely. The headmistress said, "What is your name?" And I said, "Beate." And she said, "What?" And I said it over and over again. And then she said, asked me if I had another one. And I said, "Maria." And she didn't like that one either. So then I was called Beata, but the other people couldn't get their tongue round it. So it was B-E-A, so that just became B in due course. The scenes in this picture are taken from Brunsbury Park. The children are part of the Jewish refugee influx. Not all of them know where their parents are. They write letters, which will in many cases never be delivered. Die geliebten Eltern sind weit weg. Jetzt werde ich mein Zimmer so gut ich kann zeichnen, schreibt ein Mädchen aus Wien über ihr neues Zuhause. Briefe und Postkarten werden zur einzigen Verbindung. My mother wrote to me in English. Do your clothes still fit? Have you got enough to eat? Are you warm enough? Thank the people who are looking after you, you know. They were so much more concerned than I was. 1942 erreicht Kurt dann über das Rote Kreuz dieser Brief. This was the last communication I had the day before they were deported from Cologne to Minsk. And she writes, ihr Lieben, vor der Abreise innigste Grüße, bleibt gesund, gedenkt unser. Für dich, lieber Junge, herzliche Geburtstagswünsche, sei fleißig, mache deiner Umgebung Freude. Vati, Mutti. That was the last time I heard from them. Yeah. Auch die Eltern von Peggy Parnas schicken ihr Post nach Stockholm aus dem Warschauer Ghetto bis
zuletzt. An einem Tag kamen 5 Postkarten. 5 an einem Tag, das war der Abschied. Danach kam nichts mehr. Also das war wohl geschrieben, waren die an dem Tag, als sie dann nach Treblinka mussten. Die Nazis haben Simon und Hertha Panas in das Vernichtungslager Treblinka deportiert. Nach Kriegsende wurde vielen der geretteten Kinder klar, dass ihre Eltern in den Lagern ermordet worden waren. First they stole my childhood, then they stole my possessions, then they murdered my parents. Auch Bob bekam irgendwann keine Post mehr. Seine Eltern wurden nach Riga deportiert und Opfer einer Massenerschießung der SS. Die Eltern von Bea und Daisy hingegen haben den Holocaust überlebt, aber trotzdem. I think it was a very deep trauma, not realized, as I said earlier on, throughout my life. I thought it had next to no effect on me, and that's not true. I think, but this is very personal. I have actually never, I think, fully used big words, huh? Got over it. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden die Kindertransporte beendet. Der letzte offizielle Transport kam am 2. September 1939 in Großbritannien an. Auf den Wartelisten standen noch viele, die es nicht schafften. Aber mehr als 10.000 Kinder konnten gerettet werden. Bea Green, Daisy Hoffner, Bob Kirk und Kurt Marx sind für immer in Großbritannien geblieben. Während Peggy Panas 11 Jahre nach dem Krieg in ihre Heimatstadt Hamburg zurückgekehrt ist, wo sie heute noch lebt.